gente encher aqui agora. Se quiser dar. Final. Final tá certo, Maria. Hallo, Frau Jakobs. Hallo, freue mich. Ich glaube, er ist Landrat, deshalb bin ich ja. Dann ist damit alles. Okay, ja, gut, freue ich mich. Ja, gut, Doktor. Sollen wir anfangen? Okay. Dann machen wir das. Sehr geehrter Landrat, liebe Gäste aus Korea. 예, 존경하는 군수님, 그리고 한국에서 오신 사절단 여러분. Ich freue mich über unser heutiges Zusammentreffen hier und den internationalen Austausch mit Ihnen. Und Sie haben sich bestes Wetter ausgesucht. Sie haben einen wunderbaren Blick aus der 22. Etage auf meine wunderschöne Heimatstadt Essen. 예, 먼저 이렇게 사절단 여러분께서 저희 SNC를 방문해 주셔서 감사드립니다. 그리고 또한 좋은 날씨에 이렇게 와주셔서 오히려 즐겁고요. 또 저희 여기 22층은 특별한 좋은 전망을 할 수 있는 장소인데 이곳을 저희 영접하는 자리로 골랐습니다. Ja, Sie sind weit gereist, 9000 Kilometer haben Sie auf sich genommen. Deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich hier in Essen. Und Sie haben vor Ihrer Reise signalisiert, dass Sie sich für die Themen Green City und Smart City interessieren. 네, 먼저 900km를 이렇게 비행기를 타고 먼 길을 와주셔서 더욱더 반갑고 환영하고요. 무엇보다 Green City, Smart City 저희 SNC를 알고 싶다는 취지에서 더욱더 반갑게 여기고 있습니다. Und darauf möchte ich natürlich in der kurzen Vorstellung meiner Heimatstadt Essen Bezug nehmen, denn mit großer Wirtschaftskraft gehört die Stadt Essen zu den wichtigsten Unternehmensstandorten in Deutschland. 네, 저의 고향이기도 한 SNC는 이런 그린시티이기도 하지만 무엇보다 산업이 발전한 경제 중심지의 하나입니다. Ja, aufgrund der zentralen Lage und mit seiner leistungsorientierten Mentalität ist die Stadt Essen das Herz einer Region, die von Wandlungsfähigkeit, aber auch von großen strukturellen Herausforderungen gekennzeichnet ist. 네, SNC는 또한 중심적인 지리적인 위치로도 중요하지만 경제 성장에 있어서 변화 또 산업 구조의 변화를 혁신적으로 이끈 도시로도 유명합니다. Wir nennen den Wandel von grün zu grau zu grün. Das bedeutet, die Stadt Essen war vor der Industrialisierung eine grüne Kleinstadt mit Landwirtschaft und einem jahrhundertealten Kloster. 네, 그리고 또한 아시겠지만 green에서 grey로 또 grey에서 green으로인데요. 즉 산업화 전에는 저희는 green 도시였는데 산업화를 하면서 회색빛을 띄우게 됐고요. 사실 산업화 전에는 농업이 주요 산업이었고 또 수백 개의 많은 수도원으로도 유명합니다. Ja, mit Beginn des industriellen Untertageabbaus von Steinkohle, der Koksproduktion sowie der Stahlerzeugung und Verarbeitung wurde Essen zu einer der wichtigsten Zentren der Montanindustrie in Deutschland und Europa. 네, 또한 아시겠지만 에센의 지하 자원이 풍부하기 때문에 또 석탄 채굴량이 높아서 geschafft und haben es auch als Chance zum Wandel begriffen und sind deswegen auch 2017 grüne Hauptstadt Europas geworden. 네, 또한 석탄 산업이 그러나 줄어들면서 산업 구조 조정기를 거쳤는데 저희는 이것을 위기가 아니라 오히려 변화할 수 있는 기회로 여겼고 저희가 2017년도에는 유럽의 그린 시티, 그린 캐피탈 시티로 지정되기도 했습니다. Ja, somit ist uns der Wandel von grün zu grau zu grün gelungen und auch mit der Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2010 und auch die grüne Hauptstadt
2017 haben wir in Essen Menschen aus aller Welt zeigen können, welche Kraft ein Strukturwandel generieren kann. Und der Wandel ist Energie für unseren Wirtschaftsstandort und für die Gestaltung des Lebensraums der Stadt, in dem die Menschen gerne leben, wohnen und auch gerne arbeiten. 네. 말씀드렸던 그린에서 그레이로 또 그레이에서 다시 그린으로의 이런 변화가 쉽지는 않았습니다만 저에게 2017년도에 유럽의 그린 수도로서의 지정은 더욱더 변화를 그리고 산업 구조 조성을 할 수 있는 힘 그리고 이것이 보여줄 수 있는 변화의 에너지를 주었고 그 에너지를 통해서 SNC에 살고 있는 사람들은 물론 양질의 일자리도 중요하지만 라이프스타일 그리고 기꺼이 즐겁게 살고 싶은 도시로 변화하는 데 있어서 성공적인 탈도둑을 할 수 있었습니다. Aber die beiden Auszeichnungen der EU sind natürlich auch ein Auftrag für uns und nehmen uns auch in die Pflicht, nämlich konsequent weiter nach vorne zu schauen und in die Zukunft zu investieren und auch ein Vorbild für andere zu sein. 유럽연합으로부터 이렇게 두 번이나 그린시티로서 지정이 된 것은 우리에게 더욱 이 산업 분야에 더 많은 투자를 할 수 있는 동력을 주었습니다. Denn der Titel oder die Titel, die wir haben, sind keine Lorbeeren, auf denen man sich ausruhen kann, sondern sind auch ein Ansporn und eine Verpflichtung, den städtischen Umweltschutz zu verbessern. Und deswegen hat die Stadt Essen auch mit der Gründung der Grünen Hauptstadtagentur weiter die Verpflichtung, die die Grüne Hauptstadt Europas uns auferlegt hat, weiter nach vorne geblickt. 또한 저희가 유럽연합에서 이렇게 두 번이나 받은 그린시티의 타이틀이 월계관이고 그렇기 때문에 그 월계관을 쓰고 그냥 승리에 도취되어 있는 것만이 결코 좋지 않을 것이라고 생각하고 저희는 이것을 앞으로의 더 많은 개선을 위한 도약자로 생각하고 있습니다. 또한 S는 그린시티 에이전시를 통해서 이런 그린 부분을 앞으로 더 향상시켜 나갈 계획들을 갖고 있습니다. Die Grüne Hauptstadtagentur ist Knotenpunkt und auch Antreiber für die weitere Entwicklung der Stadt Essen zu einer umweltfreundlichen Kommune. Und als Bürgermeisterin hat für mich eine gute und zugleich zukunftsfähige Entwicklung meiner Heimatstadt natürlich auch große Priorität. Und Stadtentwicklungspotenziale, die ein ganzes Quartier verändern, wie Essen 51 oder die Renaturierung eines 80 Kilometer langen Flusses, der viele Städte durchläuft und Stadtgrenzen überschreitet, stoßen auch weiter weltweit auf reges Interesse. Das zeigt auch Ihr heutiger Besuch, über den ich mich sehr freue. 또한 에스는 말씀드린 것처럼 저의 고향이기도 한데요. 이 친환경적인 발전을 앞으로도 계속해 나갈 계획입니다. 또한 친환경적인 발전이야말로 미래의 비전을 줄 수 있는 성장 동력이라는 것을 확신하고 있고요. 이것이 저희 SNC가 구현하고자 하는 우선순위입니다. 또한 SNC에는 50 또는 81km 이상에 따르는 강들이 흐르고 있는데요. 이 강을 주변으로 해서도 이런 그린 프로젝트들이 있고 저희는 세계에 이것을 보여드리고자 합니다. Ja, die Smart City Entwicklungen helfen uns zum Beispiel auch unter anderem bei dem ganz großen Thema der Resilienz unserer Städte. Und in Essen realisieren wir zusammen mit Partnerinnen und Partnern zukunftsweisende Konzepte für Wohnraum, für die Smart City und die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze, deren Fokus auf wissensbasierter Industrie, Dienstleistungen und Gewerbe liegen wird. 또한 스마트 시티로서의 이것은 아주 큰 주제인데요. SNC는 이 스마트 시티를 중심으로 해서 미래의 성장 동력 그리고 미래에도 지속 가능한 여러 프로젝트들을 하고 있는데 그 중에 하나가 예를 들면 미래의 그린이라는 모토 하에 만들어지는 주거 지역을 설립하는 것 그리고 양질의 일자리를 만드는 것도 이 모든 것들을 우리가 가지고 있는 지식 기반 또한 고도의 기술 기반으로 스마트하게 만들어 나가는 것입니다. Wichtig ist auch, dass wir durch die hohe Dichte an namhaften Unternehmen aus der Energiewirtschaft Deutschland und europaweit eine führende Position im Energiesektor einnehmen und als Energiehauptstadt Europas beheimatet Essen Top-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die ein komplettes Wasserstoffökosystem abbilden, denn Wasserstoff ist der Treibstoff für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
또한 에센은 에너지의 도시로도 유명합니다. 많은 에너지 관련 기업들이 밀집되어 있는 곳이 저희 지역이고요. 그런 의미에서 에너지 부분의 리더십을 저희 도시가 가지고 있습니다. 또한 여러 가지 탑 수준의 기업뿐만 아니라 R&D 센터들이 많이 집중되어 있고 또 하이드로전 수소 관련해서 많은 에코시스템을 구축하고 있습니다. 아시겠지만 수소야말로 미래, 친환경적인 미래 에너지입니다. Ja, und wir als Stadt nehmen auch eine Vorreiterrolle ein, was die Entwicklung der sauberen und nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft angeht. Denn hier arbeiten Stadt, Unternehmen und Forschung Hand in Hand an der Wasserstoffzukunft. 또한 저희는 청정 에너지인 수소를 앞으로 더 개발하기 위해서 민관이 합동하여 프로젝트를 수행하고 있습니다. Ja, in Verbindung mit einer Vielzahl von Universitäten und Forschungseinrichtungen im Ruhrgebiet sind das ideale Bedingungen, um das Wasserstoffzeitalter Wirklichkeit werden zu lassen. Und unser Ziel ist es, in den nächsten Jahrzehnten für die Technik der Wasserstofferzeugung und Transformation zu den Top-Standorten zu gehören. 또한 많은 다수의 대학들이 포진해 있고 저희 루루 지역에는 R&D, 연구개발 기관들이 많이 밀집해 있습니다. 그렇기 때문에 이제는 수소가 일상의 에너지원으로 구현되는 날을 저희가 이런 산학협동을 통해서도 구현하고자 합니다. Und wir wollen das Label Wasserstoff made in Essen in die Welt hinaustragen und wir sind jetzt und weit in die Zukunft hinaus Antreiber und Innovationsstandort der Energiewende und des Umweltschutzes. Und verehrte Gäste, das war wirklich nur ein kleiner Überblick über die sehr große Stadt Essen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zumindest einen kleinen Eindruck von meiner Heimatstadt vermitteln. Und ich hoffe, hier stehen ja kompetente Ansprechpartner auch zur Verfügung, dass Sie noch viel mehr über meine Heimatstadt erfahren. Und genießen Sie jetzt nochmal den Blick aus der 22. Etage, diese wunderschöne Stadt. Und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihren Besuch. 예, 또한 저희는 이제 슬로건 레이블로 세웠던 하이드로전 메이드 인 SN이라는 이 슬로건을 가지고 미래를 바라보고자 합니다. 더욱더 많은 혁신이 수소 에너지에서 나올 것을 확신하고 있고 SN은 큰 도시입니다. 그런데 이 큰 도시를 이 몇 분 만에 제가 설명하는 것은 어려운데요. 그럼에도 불구하고 제가 SN에 대한 그 저희가 중요하게 생각하고 첫 번째로 생각하는 우선순위에 대해서 몇 가지 인상을 드렸기를 바라고 남아있는 시간 동안 좋은 즐거운 시간 Zum Schluss möchte ich noch eins sagen und noch einmal ganz kurz auf die Beziehung der koreanischen Migrantinnen und Migranten in Essen ansprechen, denn wir sehen uns morgen Nachmittag schon wieder zum 60-jährigen Jubiläum des koreanischen Bundesverbandes, der BRD hier in Essen und da freue ich mich darauf, dass wir uns wiedersehen, denn ab den 60er Jahren kamen 123 angeworbene koreanische Bergarbeiter und auch 128 koreanische Krankenschwestern nach Nordrhein-Westfalen und manche siedelten sich hier direkt in Essen an und die Bergarbeiter waren gut qualifiziert und leisteten im Steinkohlebergbau Schwerstarbeit und die koreanischen Krankenschwestern waren schnell hier integriert und ihre Arbeitsverträge wurden gerne verlängert oder entfristet und das ist schon nun über 60 Jahre her und die Menschen aus Korea sind geblieben und inzwischen gibt es eine zweite Generation mit koreanischen Wurzeln, die hier leben und dieses 60-jährige Jubiläum, was wir zusammen begehen werden, ist ein eindeutiges Merkmal für gelungene Integration und es ist auch ein Prädikat für die aufnehmende Essener Stadtgesellschaft und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns morgen zu dieser Feier noch einmal wiedersehen und jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 예, 또한 제 인사 말씀을 마치기 전에 60년대에 한국에서 오신 이주민들, 특히 간호사와 광부로서 오셨던 한국 교민들 벌써 60주년을 맞이했습니다. 이 파독 행사가 내일도 있는데 여기에서 다시 반갑게 사절단 분들과 군수님 만나뵙기를 바라겠고요. 초기에 60년대에 120명분의 또 간호사 광부분들이 각각 저희 SN으로 바로 이주를 해오셔서 사셨는데 굉장히 열심히 일해주셨고 성실 근면성을 높게 평가받고 있고 특히 간호사분들, 여성분들은 이 에센 그리고 독일의 낯선 땅이었는데도 아주 잘 적응을 하셨습니다. 그리고 저희가 이 한국분들이 떠나지 않고 계속 여기서 사셨다는 것은 저희의 통합, 인테그레이션이 정말 성공적으로 됐다는 증거로서 보고 있기 때문에 내일도 즐겁게 만나뵙기를 바라겠고 또 저희가 기쁘게 생각하는 것은 그 2세분들이 또 여기에 정착해서 잘 살고 계십니다. 감사합니다. Ja, 여러분,
유럽의 녹색 수도를 이룩하신 시장님과 시 관계자분들 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. Sehr geehrte Bürgermeisterin Frau Julia Jakob, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Sie und die Stadt Essen begrüßen darf, die grüne Hauptstadt Europas. 아름다운 생명의 고향 금산에서 온 박범인 군수입니다. Mein Name ist Park Bom-in. Ich bin Landrat von einem koreanischen Kreis namens Geumsan. 먼저 과감한 도전으로 강력한 변화를 만들고 지속적인 발전을 이루어가시는 훌륭한 도시 SNC에 찬사를 보내드립니다. Zunächst möchte ich Ihrer Stadt Essen meine Anerkennung aussprechen, die mutig an die harten Herausforderungen herangegangen und eine nachhaltige und umweltfreundliche Entwicklung eingeleitet hat. 그리고 2025년에 개최 예정인 라인루루 피스 월드 유니버스 게임을 성공적으로 개최해 주기를 기대하겠습니다. Und ich gratuliere Ihnen zur Austragung 2025 Rhein-Ruhr FISU World University Game und ich möchte Ihnen herzlichen Glückwunsch und auch viel Erfolg jetzt wünschen. 2027년 대회는 대한민국 충청 지역에서 개최가 됩니다. 우리 금산이 바로 그 충청 지역에 자리하고 있습니다. 2027 findet dieses Festival in einer Provinz namens Chungcheong in Südkorea statt, in der unser Landkreis Geumsan sich befindet. 우리 일행을 따뜻하게 환영해 주셔서 깊이 감사드리며 반가운 만남의 자리에서 이렇게 인사를 드릴 수 있게 되어 큰 영광으로 생각합니다. Ich bedanke mich bei Ihnen für den Empfang unserer Delegation und es ist für uns eine große Ehre und Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. 노르트라인 베스트팔렌 연방주 글로벌 무역투자진흥공사 한국대표부의 소영 최레도 김 대표님께서 이렇게 자리를 함께 해주시고 통역을 해주신 데 대해서 진심으로 감사드립니다. Ich möchte mich auch Frau Schröder bedanken, die extra nach Essen gekommen ist, um mich hier bei diesem Gespräch zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. 옛날부터 한국은 비단에 술을 놓은 것처럼 아름답다고 하여 금수강산이라 불리고 있습니다. Seit der Antike wird Korea 금수강산 genannt und der Begriff 금수강산 steht für so schön wie gestrickte Seide heißt es. 우리 금산은 금중원경이 멋진 조화를 이루고 형태와 스카이라인이 특별히 아름다운 3천여 개의 산봉우리와 수리하고 깨끗한 178개의 물길이 멋지게 어우러진 금수강산의 본거장입니다. Und der Landkreis Geumsan zeichnet sich durch eine besondere Landschaft aus, nämlich durch 3000 Berggipfel und 179 Flüssen und auch damit eine sehr schöne Skyline gebildet wird. 한국인삼은 하늘이 인간에게 내려주신 최고의 건강 선물로서 1500년의 장구한 역사를 간직한 한국의 대표 특산품입니다. Und der Ginseng ist die repräsentative nationale Spezialität in Korea und mit einer langen Geschichte von über 1500 Jahren und gilt als beste Nahrungsergänzung für die Gesundheit. 고대 국가 시절부터 중요한 외교의 수단으로 활용되었고 지금도 외국의 국가 원수들께 최고의 선물로 드리는 세계적 명품입니다. Und seit der Zeit des antiken Staates hat Ginseng immer für die koreanische Diplomatie eine wichtige Rolle gespielt, weil das immer ein willkommenes Geschenk für die Staatsoberhäupter waren und es auch heute noch ist. 세계에서 인삼 산업이 가장 발달한 나라가 한국이고 한국의 인삼 산업을 선도하는 도시가 바로 금산입니다. Die koreanische Ginseng-Industrie ist weltweit führend und dabei Geumsan spielt eine ausschlaggebende Rolle. 금산은 최고 품질의 인삼을 생산할 수 있는 우수한 토양과 기후 그리고 뛰어난 재배 기술을 보유한 도시로서
재배, 가공, 유통, 문화, 이벤트 차원에서 당연히 앞서가고 있습니다. Unser Landkreis verfügt über ausgezeichnete Böden und Klima sowie entsprechende Anbautechniken, um Ginseng von höchster Qualität zu produzieren. Unsere Ginsengindustrie umfasst über Anbau und Verarbeitung hinaus professionelle Distribution und auch Kulturevents. 2006년, 2011년, 2017년 3회에 걸쳐서 세계 인삼 엑스포를 개최했고 2018년도에는 금산의 전통 인삼 농업이 UN 식량기구의 세계 중요 농업유산으로 등재되어 국제적인 권위를 인정받았습니다. Gunsan war dreimal bereits Gastgeber der World Ginseng Expo 2006, 2011 und 2017. Im Jahr 2018 wurde der traditionelle Ginseng-Anbau in unserem Kreis Gunsan von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO in die Liste der weltweit bedeutenden landwirtschaftlichen Kulturgüter aufgenommen und erhielt damit internationale Anerkennung. 에텐시가 녹색에서 회색으로 그리고 회색에서 다시 녹색으로 변화를 거듭하면서 발전을 추구해온 것처럼 이제 우리의 인삼 산업도 세계를 향한 과감한 도전과 변화를 통하여 새로운 발전의 길을 모색해야 합니다. Ihre Stadt Essen, die sich von Grün, Grau und wieder zu Grün, also als grüne Hauptstadt jetzt ausgezeichnet wurde, inspiriert uns sehr, weil sich auch Gunsan mit seiner grünen Industrie, nämlich mit Ginseng, weltweit entwickeln will, indem wir Ginseng-Produkte aus unserer Region auf dem Markt in Europa bringen. 이에 따라 작년에 103만 명의 관람객을 유치하고 1,088억 원의 경제 파급 효과를 올리며 큰 성공을 거둔 금산 인삼 축제를 금년도부터 세계 인삼 축제로 발전시키고 우리 금산이 세계 인삼 산업의 수도임을 선포할 계획입니다. Aus diesem Hintergrund planen wir, das derzeitige Ginseng Festival in Gunsan in ein internationales Event umzuwandeln. Im vergangenen Jahr hat das Festival mit weit über 1 Million Besuchern und einem wirtschaftlichen Effekt von rund 100 Millionen US-Dollar einen großen Erfolg verbucht. Wir wollen nun Gunsan zu einem Dreh- und Angelpunkt der internationalen Ginseng-Industrie entwickeln. 그리고 우리 인삼의 유네스코 세계문화유산 등재를 강력히 추진하고 지금 진행 중인 세계인삼정보센터의 조속한 완성과 국제인삼표준시스템의 구축에도 적극적인 노력을 기울여 나갈 것입니다. Außerdem arbeiten wir daran, dass der koreanische Ginseng in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wird. Ein internationales Informationszentrum über Ginseng ist derzeit in Gang gesetzt und wir bemühen uns um die Einführung eines internationalen Ginseng-Standardsystems. 여러 통계에 의하면 글로벌 차원에서 건강과 미용에 대한 관심이 높아지면서 관련 시장이 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다. Verschiedene Statistiken zeigen, dass der Ginsengmarkt weiterhin wachsen wird, weil das Interesse an Gesundheit und Schönheit tendenziell zunimmt. 이러한 상황에서 최고의 품질을 자랑하는 금산 인삼에 유럽 최고 수준을 자랑하는 SNC의 첨단 과학 기술을 결합하여 세계인들이 선호할 수 있는 혁신적인 건강 상품과 미용 상품을 만들고 적극적인 글로벌 마케팅을 펼친다면 네. SNC는 새로운 건강 산업의 도시로서 위상을 높일 수 있을 것이며 우리 금산 인삼도 세계 시장을 확대할 수 있는 좋은 기회를 갖게 될 것입니다.
Angesichts dieser Situation können wir uns gut vorstellen, dass eine Zusammenarbeit zwischen Essen und Kümsa, nämlich eine Kombination der führenden Wissenschaft und Technologie von Essen mit einem qualitativ hochwertigen Ginseng aus Kümsa, eine hervorragende Symbiose bildet und daraus innovative Schönheits- und Gesundheitsprodukte entwickelt werden, wovon beide Seiten profitieren können. 저는 1960년대부터 한국에서 독일로 건너온 간부들과 간호사들이 헌신적이고 근면한 자세로 독일인들에게 큰 감동을 주었고 축구의 차범근 선수도 뛰어난 기량과 성실한 태도로 독일에서 많은 사랑을 받은 것으로 알고 있습니다. In den 60er Jahren kamen viele Koreaner als Bergarbeiter und Krankenschwestern nach Deutschland. Sie haben mit ihrem Engagement und mit ihrer harten Arbeit gute Eindrücke in Deutschland hinterlassen. Und darüber hinaus wurde der Fußballstar Bom Gun Cha auch besonders respektiert. 그분들은 한국인들의 도전정신, 근면 성실함과 진취적인 기상을 독일 사회에 널리 알렸고 또한 한국인의 따뜻한 정과 친절함도 함께 보여주었습니다. Sie alle haben den Charakter des koreanischen Volkes, nämlich den fleißigen und unternehmerischen Geist der Koreanerinnen und Koreaner. Und, aber nicht nur das. Das koreanische Volk zeichnet sich vor allem durch seine Warmherzigkeit und Freundlichkeit aus. 우리 금산 사람들도 오랜 역사 속에서 인삼 농사와 인삼 장사를 통해서 어느 도시보다 더 강력한 도전과 근면 그리고 진취의 유전자를 보여주었고 저는 이를 매우 자랑스럽게 생각하고 있습니다. Unsere Bürgerinnen und Bürger in Kümsan lassen sich auch durch solche Eigenschaften charakterisieren, vor allem durch einen unternehmerischen Geist, insbesondere in der Ginseng-Industrie, und darauf bin ich sehr stolz. 한국의 광부와 간호사들 그리고 차범근 선수는 독일 사람들에게 좋은 친구가 되었습니다. Die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwester sowie Bom Gun Cha wurden Freunde Deutschlands. 특히 차범근 선수는 시장님께서도 잘 아시겠지만 축구 선수로서 아인트라흐트 프랑크푸르트와 바이에른 레버쿠젠 팀에서 큰 활약을 하여 축구 팬들의 많은 사랑을 받았습니다. Und insbesondere wurde Bom Gun Cha, den Sie sicher als Fußballspieler in Eintracht Frankfurt und der Bayer Leverkusen kennen, besonders von Fußballfans geschätzt. 이제는 우리 금산 인삼과 금산 사람들이 한국의 광부와 간호사들을 따뜻하게 품어주신 SNC의 새로운 친구가 될 수 있기를 소망합니다. Nun hoffen wir, die Menschen aus Kümsan, Freunde der Stadt Essen werden, einer Stadt, die die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwester so herzlich aufgenommen und integriert hat. 그리고 서로에게 도움이 되는 좋은 인연을 키워갈 수 있기를 기대합니다. Wir würden uns auf eine enge Partnerschaft mit Essen freuen, die für beide Seiten vom Nutzen sein wird. 독일은 라인강의 기적을 일으키며 전쟁의 상처를 극복하고 빠르게 선진국으로 발전하였습니다. Deutschland hat die Narben des Krieges durch das Wirtschaftswunder überwunden und hat sich schnell zu einem fortgeschrittenen Industrieland entwickelt. 한국도 한강의 기적을 통하여 전쟁의 폐허를 딛고 짧은 기간에 산업화에 성공하였습니다. Auch Korea stand nach dem Ende des Koreakrieges auf Trümmern und hat sich innerhalb einer kurzen Zeit durch Wirtschaftswunder, wir nennen das Wirtschaftswunder am Hanfluss, zu einem der führenden Industrieländer in Asien entwickelt. 이어서 민주화를 이루었고 정보화에 앞서가며 이제는
유엔으로부터 선진국 반열에 올랐다는 평가를 받고 있습니다. Korea ist inzwischen in einigen Industriebranchen weltweit führend und gleichzeitig entwickelte sich Korea zu einer stabilen Demokratie. 그리고 한국의 여러 지방 정부들은 짧은 지방자치의 역사 속에서 각자의 특색과 장점을 바탕으로 지속 가능한 발전을 위하여 열심히 노력하고 있습니다. Die koreanische Lokalautonomie blickt zwar auf eine relativ kurze Geschichte zurück, aber die Kommunen bemühen sich umso mehr um eine nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen Stärken. 우리 금산은 수려한 경관과 쾌적한 환경 속에서 순박한 마음씨로 한국에서 범죄 없는 마을을 가장 많이 만들어냈고 오랜 세월 동안 전통 농악으로 한국인들에게 신명을 선물해 왔으며 하늘 선물 금산 인삼으로 우리의 건강을 지켜주는 아름다운 생명의 보장으로서 환경 친화적인 도시와 스마트 시티를 지향하고 있습니다. Gumsan gilt als eine der sichersten Regionen in Korea, in der es die meisten kriminalitätsfreien Gemeinden gibt. Darüber hinaus zeichnet sich die Region durch eine besonders attraktive Landschaft und Kultur wie die koreanische traditionelle Musik, Bauernmusik, Nongak aus. Und nun hat sich Gumsan auch das Ziel gesetzt, eine umweltfreundliche Smart City zu werden. 이에 따라 쾌적한 환경과 첨단 과학기술을 바탕으로 녹색 시티, 스마트 시티, 그리고 수소 경제의 선진 도시로 발전을 거듭하고 있는 SNC로부터 많이 배우고 협력을 받고 싶습니다. Deshalb möchten wir von Ihrer Stadt lernen, die sich durch hervorragende Infrastruktur und Hochtechnologien zu einer grünen und innovativen Stadt entwickelt hat und sich als Haupt der Wasserstoffwirtschaft profiliert. 아무쪼록 SNC와 우리 금산군이 다정한 친구로서 우정을 나누며 상생 발전할 수 있는 관계를 맺을 수 있기를 기원합니다. Ich hoffe, dass die Stadt Essen und Gumsan eine partnerschaftliche Beziehung knüpfen werden und daraus eine Win-Win-Situation entsteht. 금년 10월 6일부터 15일까지 열흘간 엄마 행복하여서요를 주제로 개최하는 제41회 금산 세계 인삼 축제에 토마스 쿠펜 시장님과 율리아 야콥 시장님을 비롯한 SNC의 여러분을 초대합니다. Vom 6. bis 15. Oktober in diesem Jahr findet das 41. World Ginseng Festival in Gumsan statt mit dem Thema einer glücklichen Mutter. Sehr geehrte Bürgermeisterin Julia Jakob, Frau Julia Jakob, ich möchte Sie und Herrn Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie alle Essenerinnen und Essener zu unserem Festival in Gumsan herzlich einladen. 한국에서 아주 유명한 나태주 시인의 금산에 가면이라는 시를 낭송하면서 제 인사 말씀을 마무리하겠습니다. Mein Grußwort möchte ich hier mit einem Gedicht eines großen koreanischen Dichters namens Naeju abschließen, das sich auf unseren Landkreis Gumsan bezieht. 금산에 가면 나태주 금산을 바라보면 마음이 따뜻해지고 눈빛이 깨끗해진다. 거기 산빛을 닮아 강물을 닮아 외롭지만 아름다운 사람들 살아가고 있기 때문이다. Frau Bürgermeisterin, ein koreanisches Gedicht ist sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen. Ich versuche jetzt ins Deutsche sinngemäß zu übersetzen. Das Gedicht lautet, wenn ich nach Gumsan gehe, von Dichter Naeju. Wenn ich Gumsan sehe, wird mir warm ums Herz und meine Augen werden immer klarer. Denn dort gibt es Menschen,
die dem Licht der Berge und dem Fluss ähneln, die sich zwar hin und wieder einsam fühlen, aber schön und herzlich sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kamsahamnida.굉장히 인상이 좋으시고 아주 에너제틱 하신데 혹시 우리가 코리안 인상을 좀 드시는 거예요? Weil Sie so energischen Eindruck machen, dann unterstelle ich, vielleicht haben Sie Kindheitserinnerungen. 한국의 그 유명한 정치인들하고 뭐 스포츠 스타들이 인상이 어디에 특별히 좋은 건가요? 인상은 그 학명이 판악스진생이라고 해서 만병통치라고 해요. 면역이라든지 체력을 강화해준다든지 피로를 회복해준다든지 항암 효과가 있다든지 뭐 기억력을 굉장히 많습니다. Also Ginseng gilt traditionell so ein Heilmittel für mehr oder weniger alle Krankheiten, weil früher gab es kaum so Medikamente oder so. Das heißt, stärkt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Ginseng die Immunität stärkt und gegen Müdigkeit und auch Kriege der Bewohner Jongchi인들이나 스포츠 스타들이 인상을 많이 높이고 있어요. Ich unterstelle, dass alle Politikerinnen und Politiker und vor allem Sportlerinnen und Sportler, die alle nehmen Ginseng. Da muss ich damit anfangen. 그럼 시장님도 한번 먹어봐야겠다고 하시는데요. 제가 좋은 인상 많이 선물하겠습니다. Keine Bange, Sie bekommen von uns. Das ist die beste Qualität. Ja, aber es ist faszinierend, wie viele Menschen zu diesem Ginseng, zu diesem Ginseng-Festival kommen. Das ist ja schon eine enorme Strahlkraft. Letztes Jahr, also man konnte wirklich so Internet und Handy sogar nicht einmal so ohne weiteres benutzen, weil plötzlich auf einmal so viele Menschen innerhalb kurzer Zeit uns besucht haben. Ja, und es hört sich sehr beeindruckend an. 176 Flüsse, über 3000 Berge. Waren Sie schon da in der Region? Noch nicht, aber es ist gute Gelegenheit. Jetzt, Toda, als ich anfange, wenn ich heute kam, habe ich einen Taubern und Kukamai getroffen. Das ist wirklich sehr schön. Also viele, viele internationale Touristen, also die Touristen, die aus aller Welt kommen, sind begeistert. 천하의 명성을 논하지 말라 했던 데가 바로 여기입니다. Also es gab einen großen Dichter in Korea und der hat besonders Ginseng geliebt und er hat gesagt, also diejenigen, die Kunst und die Literatur schaffen, dann, wenn sie sich diese Orte hier nicht angeschaut haben, sollten sie nicht von einer schönen Landschaft reden. Okay. Also so viel Lob wurde gemacht. 이거는 이제 400km에 이르는 금강인데 네. 금산 구간이 27km인데 Also reicht bis hin zu über 400 km und der fließt in. 금산 구간이 27km인데 가장 아름다운 구간. Also davon 27km fließt in unserer Region und das ist der schönste Teil dieses Flusses. Sehr schön. Ich bekomme auch immer mehr Lust. Das ist der Ginseng-Anbau. Ach, das ist Ginseng. Gimsan ist auch Heimat dieser traditionellen Bauernmusik Nongak. 이런 팀이 15개가 있어요. So ein Team, davon gibt es 14 Teams in unserer Region. 인삼 축제 때 이분들이 전부 나와서 공연을 해요. Weil die machen die Performance während des Ginseng Festivals. 이거는 산 속에 산벚꽃이에요.
그림처럼 아름답게 이게 4월 분이죠. 4월. 랜드샵트 임 아프릴. 그래서 4월 15일날, 16일날 이석에서 이제 한번그 축제를 개최했습니다. 우리 하면 ein Festival vom 15. bis zum 16. April hier stattgefunden. 그래서 우리 금산을 아름다운 생명의 고향이라고. Deshalb nennen wir also Kumsan Heimat des Lebens und auch der Himmel uns gegeben hat. Sehr schön. Das ist wunderschön. Sehr schön. 이렇게 거의 구름 위까지 이렇게 해발고도 아주 높아 보이네요. 해발고도는 제일 높은 게 903m고 네. 보통 400m에서 600m 사이에 있어요. Also höchster Gipfel so ungefähr über 900 vom Wasserspiegel, sagen wir so, ne? 1,6 Stiege veranlasst, ja. Ne? Deshalb ist Kumsan, also wir sagen, das ist wirklich eine besondere Landschaft, was dann dem Leben und der Gesundheit gut tut. 생명의 고향이라고 und Heimat des Lebens. Bin auch gerne. Ja, hier auch. Hallo, Frau Jakobs. Hallo, freue mich. Ich habe Landfahrt, deshalb bin ich sage, wenn ich Landfahrt, dann ist damit alles. Okay, ja. Gut. Sollen wir anfangen? Okay.